Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF Match Map. Ja, wie üblich Dienstag und hier muss kräftig gearbeitet werden im Süden. Im Osten ist es so, dass Marcel mit da ist. Da wird jetzt auch richtig gerockt, gehe ich mal davon aus, oder? Auf jeden Fall. Moin Moin auf dem Meer. Moin Moin. Moin Moin. Moin Moin. Moin, moin. Ja, auch im Norden wird gearbeitet. Mit der ganzen Arbeit nicht hinterher. Dachte, ihr trinkt euer Bier aus. Ja. Schon wieder Alkohol? Könnten wir machen eigentlich. Bist schon da, okay. Benni? Ja, ich bin schon da. Schnapp dir mal einen LKW mit Ballenladewagen. Oder hol mal den Ladewagen vom, den Kugel vom Händler wieder. Und dann kannst du hier auf der 65 die Grasballen einsammeln und ins Lager fahren. Ja. Wie viel hat der Helfer noch, Alex? Moment. Jedenfalls kann ich dir wahrscheinlich noch sagen, Dienstag oder Donnerstags Folge, ob dieser eine dieser eine Liter, der denn fehlt, ob der auch 1% ausmacht. Oh. Werden wir noch sehen, wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch heute. Das wäre aber schon wirklich drastisch. Sehr ärgerlich, ja. Naja, gut, aber. Also, da muss man eine Palette mehr halt noch organisieren. Nee, also das wird ich nicht. Ich sag, auf den 1 Liter ist. Den können wir nachrechnen. Das Weil es steht ja, wenn du reinguckst, steht ja dann drinne. 499.000, ne? Oder nicht? Ja, genau. Ja. Weil du kriegst ja nicht eine Palette mit 1 Liter weniger raus aus der Produktion. Das ist ja dann ein bisschen. Ja, aber du musst so eine komplette Palette noch mehr reinschmeißen, oder nicht? Nein, also ist ja die Palette voll gewesen. Ja, okay, das stimmt. Deswegen, ja, wenn es um diesen 1 Liter oder lass es 3, 4, 5 Liter sein, sind wir nicht päpstlich, ja wieder Papst. Ja, das geht, du kannst es ja nicht halb leer aus der Palette aus der Produktion rausgeholt haben. Geht ja gar nicht. Richtig. Und daher sind es. Eine halbe Palette in eine Dings ins Lager reingepackt haben. Aber bei also, den fertigen Produkten, die wir haben, geht das ja nicht. Ja, doch, das ist richtig. Du könntest. Wo noch 1 Liter drin war, denn, um das zu verkaufen. Ja. Unermesslichen Reichtum. Genau. Und noch halb oder auf die nächste Insel fahren, 1000 Euro bezahlen, ne? Ja. Bester Plan auf jeden Fall. Ja, wenn du für den 1 Liter aber. 2000 Chris, hast du wieder 1000er Gewinn gemacht. Nee, nee, viel zu weit, viel zu weit. Das lohnt nicht, ne. Ich will erstmal fahren, was das für Material ist. 1000 Euro der Liter. Stimmt. Diamanten. Gold. Ja, neues Produkt auf dem Marsch. Platin. 1000 Liter Preis, Liter. 1 Million. Boah. Plutonium. Titanium. Jetzt sind wir auf. Boah. Schöne Grüße gehen raus. 5 Millionen eine Palette. Ja. Ja, was lagern Sie ein? Ja, Plutonium. Angereichert natürlich. Ne? Wenn schon, denn schon. Oder Uran. Also CIA oder FBI oder so gucken zu. Grüße gehen raus. pass auf, die stürmen gleich bei dir die Butze. Gucken wir ein bisschen. Das war hier, ich meine, wir hatten ja nur die Twitter-Geschichte, ne? Bei Knossi, ich weiß nicht, wer einer von euch oder jemand wird der Knossi wahrscheinlich kennen, ne? Oder zumindest mal das gehört haben. Ja. Genau. Nö. Da haben sie ja richtig Alarm gemacht, ne? Da haben sie die ganze Feuer, da haben sie angerufen und gesagt, hier, da tritt Gas aus in dem Haus. Das ist ein Elternhaus, wo er da streamt und so und auch, glaube ich, überwiegend oder sich teilweise aufhält. Und da war das ganze Dorf komplett da mit Feuerwehr, Notarzt, Polizei, alles drum und dran. Aua. Aber das konnten sie zurückverfolgen. Ich meine, da ist natürlich dann auch das Interesse der Polizei und so da. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob das alles koscher war und ob das der auch tatsächlich war oder ob das gehackte Daten sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das ein 36-Jähriger gewesen sein, der das dann meinte, ne, das wäre lustig so ungefähr. Der kann im Zweifel jetzt auch längerfristig nicht mehr wirklich auf finanzielle Mittel zurückgreifen. Und das wird teuer. Ja. Der zahlt ordentlich. Und im Zweifel auch Gefängnisstrafe. Weil da sind ganz, ganz viele Geschichten. Das ist jetzt nicht nur einfach wegen Vortäuschen von Notruf, sondern alles, ganz, ganz viele Sachen, die man das bei da verstößt. Da ist die Pizza, die wir gekriegt haben. Oder hier, was weiß ich, Currywurst, was auch immer das war. Noch harmlos. Ja.
Aber was? Natürlich genauso nervig und genauso dumm eigentlich, ne? Das... Hast du denn da irgendwas rausbekommen wegen den Paketen? Nee, haben wir auch nicht wieder angenommen, also gar nichts. Das wird wahrscheinlich für die Post das zurückgeschickt haben, ne? Oder weggeschmissen ja. haben. Ja, wenn das 7 Tage da liegt, geht das immer zurück. Ja, nee, wir haben uns da nicht mehr bemüht, denn das dachte ich auch, komm, ist egal. Was ist, wenn wir jetzt eine Adresse in Düsseldorf haben oder so? War nur völlig Idioten. Jetzt das Zeugs da hinschicken. Habt ihr das auch mit Montana Black mitgekriegt? Dann oder irgendwas anderes? Dass der jetzt komplett von Twitch gesperrt wurde? Das ja, war letzte Woche. Für einen Monat doch nur, oder nicht? Nein, er wurde jetzt komplett gesperrt, weil er einen Erotikfilm gemacht hat und den live gestellt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das macht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Er ist echt ein ganz schlauer eigentlich. Also, das glaube ich nicht. Das ist dann safe gehackt oder so. So dumm ist er nicht. Du weißt auch, was für Einnahmen da dranhängen. Ich meine, der hat ungefähr 25.000 bis 30.000 Subs. Was heißt? Ah, da habe ich letztens was gelesen. Der hat knapp über 25.000 Subs. Ja, das sage ich ja gerade. Kannst du überlegen, was das sein Geld ist. Ja. Sag mal, 3 Euro bleibt bei ihm hängen. Wahrscheinlich 4 Euro in der Größe. Pro Monat, ne? Also 75.000 bis 100.000 Euro Monatseinnahmen nur durch Subs. Das ist, also der wird nie sowas machen, um diese, das ist ja, ne? Das ist ja für das wäre ja nicht sehr clever. Ich meine, er macht ein bisschen Blödsinn, klar, und 30-Tages-Bann ist schon wirklich die Stufe, glaube ich, vor dem Permabann. Was denn heißt, man ist für immer gebannt. Papa Platte ist ja auch irgendwie so ein Streamer, der dann auch halt, ich sag mal, sich Content anguckt, was ihm seine User teilweise zuschicken, und manchmal war dann da irgendwie ein Video mit nackten Frauen oder was auch immer, ne? Und schon ist ein Bann reingedrückt, auch wenn du es gar nicht mit Absicht gemacht hast. Das, ja, wie gesagt, da muss man schon aufpassen. Twitch ist da rigoros, aber bei diesen großen Streamern, ich finde es also vielleicht kann ich mir nicht vorstellen. Naja, das... Das wäre auf jeden Fall krass, wenn es dann so ist. Ich hab's, mal wieder wie gesagt, ich hab's nur gelesen, ich hab's selber nicht mitgekriegt. Dann kommen wir auf die Quelle dann drauf an, ob vielleicht haben die das auch nicht mit hingehen. Also 30-Tages-Bann ist ja schon heavy, das ist ein ganzer Monat natürlich, den ich nicht streamen darf wegen dieser Geschichten da. Ja, wegen seinem Urlaubsvideo da. Ja, in etwas obszönen Äußerungen. Ja. Aber ich finde es, also es gibt so Streamerinnen, die zeigen praktisch alles, machen halbnackt irgendwie Yoga vor der Cam, so nach dem Motto, das ist alles in Ordnung. Ja. Das passt immer nicht ganz so zusammen. Auch einige, das kennen diese, ach, Milch irgendwas, die ist ja völlig unter der Gürtellinie und die redet auch die ganze Zeit so und also... Bitteschön. Das finde ich, ist irgendwie ein bisschen anderes Niveau, wo man eigentlich sagen müsste, das geht nicht, aber keine Ahnung. Da messen die mit zweierlei Maß. Bitte, Alex. Vielleicht wollen sie auch lieber 100 kleinere Streamer haben, die sie besser unter Kontrolle haben, danke, als diese Riesen-Streamer. Jo. Das kann auch sein. Wenn das denn wahr ist, aber ich bin gespannt. Das wird man ja bald sehen. Bald ist ja dieser eine Monat rum. Alex, den gleichen oder größer? Sammelwagen. Können den gleichen. Oder? Ja. Den gleichen. Bester Preis-Leistung. Ja. Wer hat gespeichert? Auto. Autospeicher. Die beiden wollten wir das nicht weiter hochsetzen, das Autospeichern? Ja. Das war mal so auf eine halbe Stunde oder so angedacht. Ja, stimmt.
Würde Sinn machen. Steht beim Händler, Alex, dann für das nächste Mal. Ja. Einer der Admins ja ruhig einstellen, ne? Müsste eigentlich, oder macht man es über das Interface? Muss man eigentlich auch im Game, oder? Das macht man über das Web-Interface. Also wenn hier irgendwo Ballen über die Karte schweben, erschreckt euch nicht. Geben uns Mühe. Könnten eure sein, oder? 2, 4, 6, 8. Von 52 sehe ich 8 Stück. Autsch. Oh. Weiß nicht, die anderen sind aber drauf wahrscheinlich. Ja. Ja, er zeigt ja an, dass ich voll bin, aber wo die jetzt gerade rumschweben, keine Ahnung. Gruselig passt für nächste Woche. Was? Gruselig passt für nächste Woche. Halloween? Genau. Wieder eine Verkleidung schon? Nee. Dann laufen hier wieder Zombies rum. Ja, hoffentlich dürfen sie das und die überlegen sich noch nicht, noch das bis dahin zu verbieten. Das kommt garantiert. Nur wenn 1,5 Meter ist. Abstand. Abstand. Ja, die Tür darfst du wahrscheinlich auch nicht machen, machst Fenster auf und schmeißt die haben doch ein bisschen Masken auf. Die haben Masken auf. Ich weiß jetzt nicht, was er wohl. Ja, stimmt. Naschen kannst du einfach rauswerfen. Dann. Machst die Tür und keinen Spalt auf und dann schmeißt du Naschen raus. Aber warum müssen wir uns Europäer über ein Fest der Amis Gedanken machen? Ist nicht jedes Fest theoretisch auch ein Fest der Amis? Geht das nicht schon bei dem Weihnachtsfest und dem Weihnachtsmann los? Na, Weihnachten, ja, das mit dem Weihnachtsmann, das ist Coca-Cola, ja. Ja. Aber ansonsten, ja. Die über den 24., 25. Ja, das ist Kirchengeschichte. Es war ja schon immer ein Fest, also. Seit Kirchengedenken. Richtig. Warum müssen wir uns nach der Kirche richten? Ich glaube, das sollten wir nicht weiter thematisieren. Ich glaube auch nicht. Das hast du dich auch gebannt. Besser nicht. Das könnte ausarten. Seid ihr alle in der Kirche? Nein. Ja, das Thema Glaube ist das verkehrteste. Ja. Ja, das kann man immer lange diskutieren. Glaube, Politik sind immer so Themen, da findest du eh keinen Nenner. Oh ja. Nö. Immer noch jede Woche. Du bist jede Woche in der Kirche? Mhm. Probier dich. Jetzt kann man wieder sarkastisch fragen, braucht man zwingend die Kirche zum Glauben, also das Gebäude, Kirche, zwingend zum Glauben? Nö. Ich bin U-Boot-Christ. Hä? Ich bin der Antichrist. Hä? Einmal im Jahr tauche ich in der Kirche auf. So. Ah. Lass du mich raten, zu Weihnachten? Scheine, Alter. Ah, einmal, Benni, einmal im Jahr reicht auch. Dann geht der Dings wieder auf, poliert, der Heiligenschein und dann ist gut. Das reicht wieder für ein Jahr. Leuchtet immer so grell, dann muss ja nicht sein, ne? Genau, man muss ja nicht immer und überall auffallen. Ich ist sowieso so eine Institution. Ja. Ich brauche den Lohner nochmal, bitte. Genehmigt. Danke. Aber was hat denn Marcel eigentlich zu meinem Kaufrausch? Wir haben weiß gar nicht, was du alles gekauft hast. Also, haben, jetzt, das siehst du der Deutsche? Bist du einfach nur der Deutsche aufgefallen? Macht nichts. Erstmal wahrscheinlich alles verkauft, was du letztes Mal. Wir müssen doch ein bisschen was ansehen. Achso, Spuren, ja, stimmt. Schon nach Danke 8. Für die Erinnerung. Hast du außerdem dort sonst noch was gekauft? Ein Ladewagen, der mehr Kapazität hat. Mhm. Dann. Was ist denn der LKW? Hast du den LKW gerade? Ja, ich gucke auch, wie die LKW ist. Wir waren wahrscheinlich beide gerade. Brauchst du auch einen LKW oder wie? Haben wir nur 2 LKWs? Ja. Alex, die Stelle leuchte ich aber nicht auf. Auch nochmal 2-3.000 Liter Milch wahrscheinlich. Also die müssen da noch raus. Ich weiß nicht, wie viel da drin war jetzt. 1900. Ballen sammeln wahrscheinlich, oder was meinst du? Ja, ich will Ballen sammeln. Ja, noch ein bisschen mehr. Ja, geht wohl, ne?
Ja, musst du dann. Aber wir brauchen den. Sonst können wir lieber den Hopfen warten, weil wir haben viel Hopfen. Pferd. Hm? Sehr geschickter gewesen, nimmst den vom Hopfen, weil wir haben eigentlich genug Hopfen, warten wir damit. Ja, es ist doch nur die Besetzung der Nacht. Ja, aber so lange wollte ich eigentlich warten mit der Umsetzung von dem Plan. Nur noch ein bisschen Milch haben wir in der Kieserei. Ja, ich glaube, es reicht noch nicht ganz, ne. Wahrscheinlich reicht das auch nicht ganz, was da jetzt drin ist, aber egal. Kann sein, dass wir das erst am nächsten Tag dann machen. Egal, Angaben kommen ja auch bald wieder. Ja. Den anderen kann ich ja theoretisch auch einen Träger mit Dolly nehmen. Dani, du hattest in der Folge vom Samstagnachmittag gesagt, dass du eventuell den Schafstall von der Kapazität erhöhen willst. Oh, das habe ich gedacht, das stimmt. Habe ich noch nicht. Auf wie viel hättest du es denn angedacht zu erhöhen? Das ist ja nicht für das Spiel hier, das ist ja nur für mich. Wenn ich meinen Schafstall. So, hast du jetzt den LKW wieder dahin gebracht? Ja, ich warte eben auf. Oder nimmst du den hier mit Dolly dann, oder? Dann auch. Wie viel haben wir drin? Ich habe jetzt 3000. Ja, nimm das mal ruhig. Wollte ich mitnehmen? Oder ja. Abstellen? Wenn ihr Mod habt, habe ich einen Schafstall gefunden mit 250 Schafen. Das hat er auch. Die nochmal erhöhen. Wir haben hier sogar einen mit 500 drauf. Also im Single habe ich den Schafstall 2000. Aber der mit den 500 hat leider nur 4 Spornplätze für die Wolle. Nee, mehr. Hat er mehr? Bei mir steht jetzt, glaube ich, der Gruppentherapie die 5. Palette draußen. Er ist nur von der Größe für auch 4 angezeichnet, aber er hat mehr. Okay. Lassen wir uns überraschen, wie viel Wolle nachher bei mir da steht. Morgen. Lass dich überraschen. Ja. Wie viele Schafe sind drin? Weiß ich jetzt gerade auswendig nicht. Ach so, auf dem... Ist auf dem anderen Spielstand. Ach so, okay. So, jetzt ist interessant. Liegt hier noch irgendwo Schwatt oder liegt hier kein Schwatt mehr? Nein, eigentlich den langen Schwatt rein hast du. Ja, ich muss dafür jetzt das Unkraut nachbessern. Also hier auf dem Feld ist da nichts mehr? Genau, wenn denn nur noch die einzelnen Haufen beim Parken. Na gut. Georg, soll ich dann erstmal den Ball mit abfahren? Ja. Schnellstmöglich, das war noch vor der... Am besten noch vor der nächsten Wachstumsstufe düngen können. Ja, ja. Weil sonst ist das beim Vermehrungsgras schwierig. Wieso? Ja. Du fährst doch bloß eine Wachstumsstufe kaputt dann. Das reicht trotzdem auch nicht. Dort bin ich auch noch nicht fertig mit Flügen, ne? Jürgen, 54. Ja, ist kein Problem, ich bin da jetzt bei. Alex, das nächste ist dann ein größerer Drescher, oder? Holger, ja, hattest du unter der Woche eigentlich bei uns Ballen? Wann hast du mit den Ballen vor? Jetzt habe ich dich nicht verstanden, zu viel erzählt. Hast du unter der Woche Ballen gepresst irgendwie? Ja, ich habe jetzt 2 Millionen Stroh ist wieder drin gewesen im Lager. Dann könnte gleich ja, das habe ich gesehen. Ich meine aber Grasball. Schau mal, dass ich. Nee, also nur das eine Feld unten. Ja, habe ich weggepresst. Und die anderen zwei Felder sind ja nicht geerntet. Die sind doch noch erntereif. Ja, weil war schon wieder Wachstumsstufe drauf. Ich habe aber trotzdem die Ballen gesammelt. Mir hängt immer die Mischfutterproduktion. Ja, den Rest. Ach, die hatte ich nicht eingesammelt.
Nee. Schaschung? Dann habe ich das vergessen. Mir zeigt ja immer noch das Display der Mischfutterproduktion an. Ja, ist aber nicht schlimm bei dem kleinen Feld. Ich dachte, die hatte ich alle weggesammelt. Nee, ich hatte mich gewundert, weil ich habe die Felder, die noch oft frei waren, wieder angesät. Da waren da bloß noch zwei, ne? Ja. Und dann gucke ich, oh, da liegen ja noch Ballen. Braucht doch viel länger als gedacht. Schade eigentlich. Seid verplempert hier, die Leute. Naja. Eine Palette fehlt noch. Ich habe fliegende Ballen. Halloween ist euer Samstag, oder nicht? Ja, gleich ist Mitternacht, das passt eigentlich von der Produktion her dann auch. Der mischt nach 5? Mhm. Frischkäse braucht auch 5000, damit wir noch eine Palette kriegen, dann sind wir durch. Weil wir Einkauf aber schon ausgereizt hatten. Wo sind denn unsere Mähwerke? Steht da, wo sie hingehört? 220.000, wie viel? Ist noch Silage drin eigentlich bei der PGA? Ne, schauen wir nicht. Ich hat auch gerade geguckt. Ach, da. Was für mich? PGA hat keiner gekümmert, oder? Nein. Schade. Ich habe jetzt 28. Nee, wir haben ja Quaderbäume. Gehen rund. Hey, dann kann ich ja gleich einen Helfer einstellen, Alex, oder? Vorletzte Bahn, ja. Also wenn er jetzt gleich dreht, ist er letzte. Träger. Weg im Frontlader. Hab ihn. Fährst du es ins Lager rein, denn, oder? Ja. Ja, ich sollte die Kühe sauber machen. Welchen brauchst du, den ich habe? Egal, welchen. Egal. Ich brauche nur einen großen nachher, wenn ich hier mit Düngen fertig bin. Ja. Spritzen und düngen, wenn das durch ist, brauche ich den einen der zwei großen und bis dahin bist du fertig mit Ernten. Zeit! Hey, wir müssen vom letzten Mal ein bisschen einholen, obwohl du nicht da warst. Wieso? Wir haben noch gerade auf 24 Minuten. Letzte Woche war. Kurz, weil es so ruckelte. Bockig. Boah. Was ist denn jetzt los? Genau das, was du meintest mit der Wachstumsstufe, oder? Genau. Aber den Anhänger brauchen wir gleich noch für Paletten und so, ne?
Da sie jetzt schon kommt, ist eigentlich egal. Aber trotzdem. Versuch mal, wenn die Wachstumsstufe kommt, zu spritzen. Wenn du nur noch so ein paar Pflänzchen hast. Gut, dass man die Ballen noch einigermaßen sehen kann. Ja, gut, dass wir noch nicht den vollen Wachstum haben. Falsche Seite. Ja, ansonsten müssen wir jetzt Treckerpflegebereifung und Gabel. Jeden einzelnen runterholen. Prost, Mahlzeit. Viel Spaß. Viel Spaß, ja. Kannst du dann mit dem wieder zu den hier Leerpaletten fahren? So, ich bin dann wieder auf dem Weg zum Düngen, Alex. Ja, hier fehlen 3 Liter bei dem einen oder was? Da sind ja, drei der andere 3 Liter und der andere 1 Liter. Was sagt ihr zu 3 Litern, liebe Leute? Also da volle Paletten rauskommen. Also wir haben nichts gegen die krummen Zahlen, weil wir wissen, dass volle Paletten rauskommen. 90%. Naja, du kannst ja bloß volle Paletten auslagern aus der Produktion. Schön ist es nicht, aber naja. Und an den 3 Litern kannst du dich ja schlecht bereichert haben, oder? Nicht wirklich, nee. Mach dir mal... Paletten. Ja. Und Karton. Holst du schon mal Düngerstreuer und düngst schon mal? Jo. Hawk? Ja. Nochmal Lona, bitte. Du, langsam wird's aber teuer, Fräulein. Ja, ich kann die Paletten sonst nicht aufladen. Ja. Ich sehe es nicht ein, aber wegen 5 Paletten Pflanzenschutz mir da ein Flüssiglager hinzustellen. Fertig? Nimm doch ein mobiles. Ein bitte was? Ein mobiles? Ein mobiles Flüssiglager. Oh, könnte man drüber nachdenken. Aber so geht's ja auch, weißt du? Ich fahr den Deutz da gleich weg, ne? Ja, immer mit der Ruhe. Ich kann auch gleich einer von den beiden machen, die am Ballen sammeln sind. Es sieht aus, als ob die Drescher hier Spalier stehen. Wo haben wir hier Karton? Oder haben wir nicht? Musst du noch hinter der Halle stehen, bei der Silagehalle eigentlich. Okay. Das wird spaßig mit dem Düngen. Ja, da hilft auch GPS, ne? Ja, toll. Haben wir ja nicht. Ja, schade. Nee, haben wir leider nicht. War mit der Zwischen. Karte und Spielen und Herstellen. Ja. Bestellung über, was kostet Dünger? 1300. Euer Geld. 30, wie groß ist euer kleinster Hänger? 100.000. Der kleinste. 100.000. Aber wir müssen vor unserem Feld opfern. Wir haben keine kleinen Hänger. Kannst du mir bitte 40.000 bringen, bitte? Was hast du? Wir müssen von Feld 19, glaube ich, opfern. 40.000 Dünger. Kannst du 69.500 an jeden überweisen? 69.500. Ja. Das sind dann 10%? Das weiß man nicht. Salada. Oh, Geld. Ja. Holger. Angekommen. Jenny. Ja, angekommen. Und G-Hawk. Nee. Yay. Ja, nicht an G-Hawk, nicht an Danke. Bauhof. Wieder zurücküberweisen. Ah. Ja.
komisch ist. Er ist im Überweisungsfieber. Du sagst an alle. Aber doch nicht an den Bauhof und ja, an die Inselteams. Georg. Ratifikation. Was denn? War doch gar nichts. Kann ich Helfer einstellen, Alex? Ja. Jungs, habt ihr irgendwas gesehen? Ich hab nichts gehört. Georg? Nö, pass auf. Hock, du kannst dich wieder auslohnen. Aber da die Zeit vorhin angesprochen wird, er jetzt immer bei 30 Minuten, würde ich sagen, oder? Bestimmt. Ja. Danke. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich denke mal, in der nächsten Folge sehen wir auch was, das ist wieder heller. Weil Donnerstag, 9 Uhr, geht's ja weiter. Bis dahin und tschüss. Tschüss.